So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren Ausgabe von KX Street. Wir sind zurück mit unserem wunderbaren neuen Honda Integra Type. Ja, ich weiß auch, die Optik wird vielleicht die ein oder andere getriggert haben. Ich habe keine Ahnung, die Tuning-Folge ist noch nicht draußen, wenn ich dieses Video aufnehme. Aber wir können den Wagen jetzt hier gerade mal wunderschön bei Tageslicht angucken. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir sehr gut, vor allem in der Kombination mit den Felgen. Muss mir sagen, holt mich das schon sehr ab. Was mich nicht so abholt, ist unser Parkstil, aber muss man sagen, so verleiht man höchstens Kratzer. Oder eher kriegt man so Kratzer, weil Leute eher dir noch einen Schlüssel durch die Tür ziehen, weil du wie ein Arschloch parkst. Aber gut, wir machen weiter. Haben letztes Mal ja gerade nur ein bisschen in den Club gewissermaßen reingeschnubbert, wenn man mal ehrlich ist. Da haben wir mal ganz kurz nur mal vorbeigeschaut hier bei den Speedline Syndicate-Leuten, wo wir am Ende dort Charter gewinnen können. Das ist ganz geil, muss ich sagen. Charter nimmt man ja auch mal, würde ich mal sagen, den nimmt man auch mal mit. Der erste ist ja auch so ein Auto, das kann man auch mal gerade mal einpacken. Das passt sehr schön in das Handgepäck. Klein, kompakt, gut aussehend. Und ja, wir machen weiter mit unserem wunderbaren Honda. Ich muss sagen, ich habe die Kiste mal letzte Folge sehr lieb gewonnen. Der Wagen zieht nämlich an wie Wahnsinn, weil wir Allrad haben, auf 1000 Kilo mit 360 PS. Das ist eine ganz gute Kombination, mir jetzt aufgefallen ist. Das Ding marschiert ganz ordentlich. Bisher in der ersten Rennen hatten wir wenig Stress, außer ich baue Scheiße, dann hatten wir Stress. Aber sonst funktioniert der Wagen bisher erstaunlich gut, macht was er soll. Und ich bin gespannt, ob das jetzt weiterhin so bleibt im Club. Wir haben ja ein bisschen vorgetunt wieder, ein bisschen mehr Leistung als nötig wäre. Aber das ist ja bisher immer ein ganz gutes Goal, ganz gutes Ding gewesen, weil wir damit eben nicht zu viel in Trouble geraten, sondern auch Rennen gewinnen können, was ganz nice ist. So, gegen MX-7, okay. Krass, den Start haben wir gar nicht mal so für uns entschieden. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir den deutlich easier holen, aber da musste, entweder hat er brutal gute Reifen und Traktion oder eben auch Allrad. Ich meine, unser Wagen hatte vorher Frontantrieb, das wäre mit der Leistung, die wir jetzt haben, vermutlich echt schwierig fahrbar gewesen. Vor allem leichte Hinterachse und so. Da bin ich mit unserer Kombination, dem Wagen hier, dann doch zwei wunderbare weitere Antriebswellen und eine wunderbare Kaderwelle zu platzieren. Ganz, ganz fein mit. Weil wir auf jeden Fall zumindest nicht mit Grip-Problemen zu kämpfen haben. Das ist schon mal, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was auch ein ganz wichtiger Punkt wäre, wenn wir hier mal langsam aufholen, der RX-7. Zeigt uns auf jeden Fall mal ganz gut die Gegenwehr hier. Aber das hatten wir im letzten Rennen auch schon. Da hatten wir den auch dabei. Da wurde der zum Ende auch ganz schön giftiger Dude hier. Mein Dranbleiben tue ich, aber Dranbleiben ist nicht gewinnen, ne? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe am Ende. Oh Gott, den Bremsdruck habe ich mal vollkommen. Ja, okay. Den Checkpoint wird gezählt. Okay, Glück gehabt. Aber den Bremsdruck habe ich ja mal gerade komplett auf der Schuhe drin. Holy shit. Okay, vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen mehr Leistung in unseren Koffer schallern. Oh, er hat einen Unfall gehabt, sehr gut. Ah, alles gut, das ist noch nicht vorbei. Ich merke, wir haben, glaube ich, ein kleines Leistungsdefizit. In Kurve sieht das Problem, aber ich komme an den Geraden noch nicht so sehr ran, wie ich mir das vorstellen würde. Ich sollte die Bordschenken hier dringend in Ruhe lassen, die sind viel zu hoch. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben, ey, scheiße. Bremsen sind stark genug, so ist es nicht. Also ich merke ja, wenn ich zu stark bremse, dann kann ich halt vollkommen. Na, ich weiß ja noch nicht, ab wann der Windschatten hier im Spiel zählt. Das ist so eine Sache. Das habe ich nicht overshootet, sehr gut. Obwohl, es war eh eine andere Kurve. Aber wir haben uns ein bisschen rangebremst, komm schon. Ah, diesmal war die Kurve deutlich cleaner. Innen rein, mal ein bisschen Berührung. Außen rum gehen, können wir außen rum gehen? Nächste ist die Rechtskurve, das ist unsere Kurve. Haben wir weit schieben können? Yes, da holen wir den Sieg noch. Boom! Wie sagst du, vom Handling ist er nämlich gar nicht so verkehrt. Der Wagen sieht aus, als würde er scheiße fahren, weil es aussieht wie ein Hot Wheels, wo man draufgedreht hat. I know. Aber dafür ist er echt erstaunlich gut. Der geht verstaunlich gut ums Eck, aber die Leistung könnte noch ein bisschen mehr, ne? Da könnte noch ein bisschen mehr Kasala kommen. Und ich meine, wir sind schon 14 Punkte theoretisch über dem Score, den wir fahren dürften, also fahren sollten. Ich meine, wenn wir an einem Performance Shop vorbeifahren auf der Route, dann werden wir da mal nochmal einen kleinen Schritt reinwagen und nochmal vielleicht die ein oder andere Stellschraube nochmal drehen, ein bisschen Leistung rauszuholen aus dem Koffer. Aber ich fahre jetzt nicht absichtlich dahin, aber wie gesagt, wenn wir dran vorbeikommen, würde ich jetzt nicht nein sagen, da vielleicht noch ein oder zwei Upgrade-Teile zu installieren. Dann noch ein bisschen mehr Schub rauszuholen.
Ich meine, wir hätten uns nicht treffen können, wenn wir Ghosts sind, aber es war trotzdem arschknapp. Wenn wir hätten uns treffen können, hätten wir uns nicht berührt. Okay, wir sind noch 9 Punkte drüber. Also noch haben wir, vom Score sind wir eigentlich okay. Gucken wir, ob Slayer einfach nur an dem Erik 7 Dude lag. Wie gesagt, der auch im zweiten Rennen hat er uns schon ein bisschen die Stelle geboten. Deswegen gucken wir jetzt gerade mal, ob das... Kriegt alle sehr gute Launches hin, muss man echt sagen. Also da ist nicht viel Schlupf vorhanden. Also in Klammern gar keiner, wenn man ehrlich ist. Ja, der kriegt mich aber nicht so abgehängt. Hier kann ich direkt mich in den Windschatten klemmen. Und dann innen reingehen. Dieser Kurvenkanne kann unser Integra. Also das ist nicht das Problem. Also ich schiebe komplett geradeaus. Junge, da. Oh, Bruder. Okay, schönen Tag noch. Ich hab gedacht, der bremst und weicht die einfach raus. Ich so, das ist mal. Ey, ich hab einfach nur einmal kurz eine Linie gewechselt. Das war legitim. Dass er dann meint, die Linie komplett parallel mitzuwechseln, da kann ich nichts für. Das ist nicht das. Da bin ich aber fein raus, Leute. Da habe ich nichts mit am Hut. Das ist. Da habe ich nichts mitgemacht. Der hätte einfach bremsen können oder nach rechts ausweichen können. Der hätte nicht. Also, ich hätte die Treppe jetzt als letzte wahrgenommen, bin ich ehrlich. Der hätte ich mir eine Heckdecke reingeschoben, vermutlich. Aber na gut. Das ist ein schlechtes Rennen, um jetzt zu gucken, ob wir schnell genug waren. Ich kann es euch nicht sagen, weil es gab zwischendrin einen kurzen Zwischenfall. Kleinen kurzen Zwischenfall. Ist eigentlich nichts passiert. Hat keiner was mitbekommen. Ist nie was gewesen. Da ist nie was gewesen, Leute. Ihr habt euch verschaut. Das wäre ja kriminell gewesen. Was habe ich eigentlich hier für Autos noch stehen mittlerweile? Ich muss ja mal kurz gucken, weil hier ist ja mein erstes Haus. Hier haben wir den RX-7 stehen, den 30X, der hier immer noch steht. Der kriegt noch nie einen anderen Spot. Ah, und der MX-5, stimmt. Der MX-5 steht auch seit Anbeginn der Zeit hier. Den haben wir ja auch noch nicht weggeholt. Ja, den oder der I86 werden auf jeden Fall nochmal zum Drifter gebaut, das ist safe. Und Tune will ich sehen beide, also mich interessiert schon das Tuning an beiden Buden. Aber aktuell haben sie sich gerade nicht so angeboten. Aber wie gesagt, fürs Driften wären sie natürlich schon smart. Müssen wir mal gucken, ob wir da... Bisschen für den einen Driftclub vielleicht den I86 mal ein bisschen aufpumpen. Meine Leistung braucht er auf jeden Fall. Da ist noch Luft nach oben. Da muss dringend noch gearbeitet werden. So, wir haben einen theoretischen Performance Shop direkt, ne? Können noch so ein, zwei kleine PS mit ein, zwei Tausenden. Na, ein, zwei Tausend kriege ich überhaupt nichts für, aber ein bisschen PS rauskitzeln. Wisst ihr, was ich meine? Man kann ja mal kurz so einen kleinen Besuchabstand. Einfach mal so freundlich. Hey, wie geht's euch so? Weißt du, wie ich meine? Turbo haben wir schon. Haben wir schon. Das haben wir auch schon. Ansaugkrümmer könnten wir noch machen. So einen schönen 29k. Da hätten wir auch auf jeden Fall nochmal 43 PS. Joa, können wir aber nochmal, oder? Können wir noch irgendwas machen? Maximal Drehzahl können wir noch ein bisschen hochkrachen. Ändert überhaupt gar nichts. Aber machen wir einfach mal. So, guck mal her. Das war auch nur ein ganz kleiner Besuch. Ganz klein, ganz klein. So eine Kleinigkeit. So ein bisschen wie an der Supermarktkasse mal kurz so eine Kleinigkeit noch mit eingepackt. Wisst ihr, mehr war das ja nicht. Also, das ist ja, also... Alles andere wäre ja vollkommen übertrieben dargestellt. Klar, ich habe da gerade 29k gelassen, aber hier in der Wirtschaft dieses Spiels ist das ungefähr wie ein Snickers-Riegel an der Supermarktkasse. Es ist fast kein Unterschied. Man muss sich das einfach nur lang genug einreden. So, ich fahre gerade nur Duelle, lustigerweise. Ich hätte auch gerne mal wieder ein paar mehr Gegner dabei, weil mehr Gegner bedeutet mehr Chaos und ich habe ein bisschen, ja, die Kontrolle drüber. Ah, guck mal, hier gehen die Corvette, kann ich gegenhalten. Ja, okay. Ja, wir sind sehr, sehr übel, was die Beschleunigung angeht. Ich muss mir so abgewöhnen, diesen Fahrstil an den Tag zu legen. Ich gucke ja gerade, wie gesagt, regelmäßig Formel 1 und da ist man mittlerweile so gewohnt, du hast die innere Linie, extende so weit, bis dein äußerer Gegner komplett ankern muss oder so weit ins Aus schießt, dass er auf jeden Fall nicht überholen darf, weil es sonst neben der Strecke wäre. Das ist, also muss ich sagen, Formel 1 fahren ist so dirty geworden, was das Thema angeht, die Leute halt einfach so ins Aus zu treiben, so, ja, ich könnte die Ideallinie jetzt auch normal fahren oder ich lasse mich einfach asozial nach außen treiben, dass der äußere Gegner halt gar keine Schnitte mehr hat. Dieses komplett Abdrängen ist super dirty und der Formel 1 ist natürlich super easy, weil da sich keiner gegen wehren wird, weil ich sag mal so, Reifen verhaken bei einem Open Wheeler immer so ein bisschen kritisch enden kann. Aber das gebe ich mir halt auch an, die Kurven habe ich innen bin einfach komplett asozial zu extenden bis zum geht nicht mehr. Wo ist denn unser Gegner, der nächste? Bin ich jetzt gerade blind? Ah, da oben. Der nächste Zwischengegner. Es ist Speed Jesus. Es ist Jesus, meine lieben Damen und Herren. Speed Syndicate hat ihren eigenen Jesus. Halleluja. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Das wollte ich nicht. Ah, verdammte Scheiße, das wollte ich auch nicht. Ich wollte mich da einfach nur hinporten. So.
Die haben ihren eigenen Jesus. Ich bin gespannt, was Jesus für ein Auto fährt. Halleluja. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was das, Digga, das ist eine scheiß Seitengasse. Ich kann hier nicht durchfahren. Mein Navi gerade so fahr geradeaus. Nein. Dann gucken wir noch mal, was Jesus für ein Auto fährt. Bin mal gespannt. Bin ich mal gespannt, was Jesus hier für ein Kfz an den Tag legt. Ich kürze ihn einfach den Berg ab. Ich sehe gar nicht ein, hier links Kurve zu fahren. Hopp. Das geht schon. Geil, Jesus führt mich durch den Gegenverkehr. Bisschen Commitment muss halt sein, ne? Muss auch mal ein bisschen... Oh mein Digga. So, Jesus, was gibt's denn Schöne? Was fährt Jesus für ein Auto? Oh, Jesus fährt das zu. Jesus ist ein Fan von Klassikern. Jesus hat Taste. Ein Hoch auf Jesus für sein Geschmäckle. Der kann was. Jesus kann was. Oh, sorry, Jesus. Kurz mal Jesus abgedrängt, es tut mir wirklich leid, wow. Oh. Ist ein Spiel dran? Warum haben wir eigentlich... Es ist noch Musik da, die ist in Rennen nur bescheuert leise geworden, warum auch immer. Ein bisschen lauter wieder. Ich weiß nicht, warum man die gar nicht mehr hat. Oder mein Auto ist einfach so live scheiße laut. Das könnte ja auch sein. Könnte ja auch sein, dass der Honda-Motor einfach nur hart am Screamen ist. Oh Gott, Jesus holt auf. Jesus. Jesus ist mir auf den Fersen. Oh Gott. Oh nein. Alles gut. Oh, Jesus. Ganz viele Christen, die abonnieren. Kannst du mal wieder aufhören, unseren Erlöser so in den Dreck zu ziehen? Nein, ich denke, er fährt einen geilen Datsun. Ich meine, also Spielbelohnung, die tun schon gut. Hätte ihm auch einen Opel Corsa geben können. Also, ich würde das jetzt erstmal appreciaten. Ich würde das jetzt erstmal positiv sehen. Wenn man da einen schönen Datsun 2 WZ bekommen. Hätte es schlechter treffen können. Kann man ganz klar sagen. Ey, doch ganz schön schnell, Jesus. Hey, der ist ganz schön committed, der Dude. Come on. In Schatten, do your thing. Komm. Junge, das ist eine Windschatzschlacht hier, ne? Das ist ja nicht normal. Gott sei Dank gibt's die mittlerweile. Ich hätte sonst wirklich das Problem. Ich bin ehrlich, um es kurz zusammenzufassen, eigentlich wollte ich gerade schön Parallelfahrt, um für eine Thumbnail zu machen, aber Jesus hat sich für den einfachen Ausweg entschieden und darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Okay. Mann. Ich wollte eine schöne Thumbnail machen und dann fuhr Jesus in den Gegenverkehr. Jetzt lasse ich kein Bild von ihm machen, habe ich das Gefühl. Schade. Naja, dann nicht. Dann wird in dieser Folge irgendein anderes Auto als Jesus... Oh, fuck. Herhalten. Was? Ich baue hier noch gerade hart Scheiße. Oh Gott, Jesus kommt zurück. Die Rache wird seine sein. Ich glaub's mir, Alter. Ja, vielleicht kriegen wir doch noch ein Thumbnail hin. Jesus hat doch noch Bock auf ein bisschen, Oh. Oh, Bruder, ist schnell. Ich bin schneller. Oh. So, ich hab mein Jesus Thumbnail. Jetzt können wir weiter Rennen fahren. Dankeschön. Will ich das Ding nur noch gewinnen und nicht hier auf Thumbnails committen, aber... Ich meine, das Karma hat mich erwischt in Form eines Telefonfalls, aber gut. Ja, kriegen wir ein Switchback hin? Nein, kriegen wir nicht. Ach, shit, ey. Ja, ich committe Vollgas. Yep, geht gut, alles gut, alles gut. So, schön dranbleiben jetzt. Nächste Kurve ist meine. Nein, Jesus, nicht, tu es nicht, nicht gewinnen, Jesus, bei Gott. Ich weiß nicht, ob ich seinen Vater so direkt ansprechen sollte, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Shit, ist er schnell. Oh, komm, letzte Meter noch, komm. Komm, Windschatten. Yes, ja, Commitment! Come on! The top speed it is! Ich meine, Windschattenduelle machen mittlerweile schon Bock. Ich finde schon Windschatten ein sehr wichtiges Feature in Rennspielen. Ich finde auch gut, dass die Entwickler auch mal über nachgedacht haben, dass Windschatten ganz geil wäre. Wir haben Jesus besiegt, Leute.
Auch ihr könnt Jesus besiegen. Go for it. So. Nebenbei schicke Supra, aber der Typ ist hier schon sehr committed, auch hier stehen zu bleiben. Ah, Level 42, hier zu bleiben. Gibt ja nur noch Geld, ne? 50.000, ja, ist ja besser als nix, ne? Besser als nix, sage ich mir da immer. So, wir haben hier oben weitere Rennen. Dann fahren wir nochmal hier weiter. Das ist jedes Mal, wenn ich auf die Map gehe, dass er so glitscht. Wartet mal kurz. Ja, ist lustig. Weil das Spiel immer das Auto wieder porten will. Sorry, Bro. Sorry. Ich habe zu viel Spaß damit, mit fremden Autos rumzuspielen. Navi, ich drehe nicht rum. Ich muss hier rechts hin. Lass mich jetzt einfach gegen den Gegenverkehr fahren. War vorhin auch gerade kein Problem. Da wurde mir das sogar als direkte Route angezeigt. Ja, Sprit müssen wir ein bisschen drauf achten. Müssen wir auf jeden Fall bald mal tanken. Reifen sind auch voll okay. Wir haben auch 71%. Bisher jagt die Racing Plus Reifen noch nicht so sehr durch. Weil da müssen wir auf Dauer auch mal einen neuen Satz kaufen, weil wir haben nur den einen, den wir jetzt gerade drauf haben. Wir haben keinen über. Warum sind so viele Rennen in dieser komischen Dreckstrecke hier oben? Also hier oben. Also, man fährt halt immer über diesen Schotterweg dahin. Die andere Route wird nie genommen. Nie. Ah, wir haben mal wieder drei Gegner. Es ist mal kein Duell auf, wie alle Rennen bisher, bis aufs zweite. Oh, ein M2 und ein Schalter. Ich finde es immer noch beschissen, dass der M2 das Kennzeichen da sitzen hat, ne? Also das ist auch noch so ein Fehler, den sie bitte beheben sollen. Schieb das Kennzeichen mit dem M2 dahin, wo es hingehört. In die Kennzeichenbude, nicht auf die Heckstrahlstange, Bruder. Bei dem Datsun ja genau dasselbe Problem. Und bei der Vibe. Das war aber... Das war hartes Commitment zum Dreifachunfall. Junge, Junge, Junge haben die... Also, okay. Gut. Aber wie gesagt, wenn mehrere Gegner dabei sind, kann mehr Chaos passieren. Aber nicht zu viel versprochen. Wer der Mann meiner Worte. Muss er nochmal rankommen. Haben wir anscheinend noch ein paar Meter. Die Prozentzahl geht nämlich nicht so schnell hoch. Aber bisher, ja, sehe ich da noch niemanden auftauchen. Ich sollte aber nicht zu voreilig sein, ich weiß, wie viele Fehler ich machen kann. Und das wirklich auch mit einer Hingabe und akkurat, ne? Ich kann das sehr akkurat Fehler machen, sonst. Präzision. Akkuratität vor allem, Digga. Das ist sicher ein Wort. Ich muss sagen, handlingmäßig gefällt mir unser Integra echt gut. Also, jetzt mal ehrlich, ich finde das Ding nicht verkehrt. Funktioniert schon. Geradeaus. Uppala. Falscher Checkpoint. Das andere war der Start da links. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Das war der Start. Wir kreuzen ja ein bisschen häufig. Hier sind wir gerade auch unterher gefahren. Jetzt fahren wir oben drüber. Ist ein bisschen irritierend. Das Spiel hätte mich auf jeden Fall resettet, aber. Ja, das ist ja ein ganz entspanntes Rennen. Ich meine. Gegner sind ja auch nicht wirklich gut dabei. Die haben sich ja direkt von Anfang an entschieden. Oh ne, einer holt sogar auf, vergiss es. Ja, die holen doch noch auf. Okay, okay, okay. Doch, die kommen ran. Aber sie werden es bis zum Ziel nicht mehr schaffen. Man muss ja auch einfach mal mit den Fehlern anderer arbeiten. Ja, kein Thema. Ist doch gut, wie mein Auto mittlerweile angepasst an die Zielflares ist. Ne? Mein Auto ist einfach stylisch, passt ja sehr gut zum restlichen Erscheinungsbild des Clubs. Also nicht Clubs, der Rennen. Die Ziel- und Startflare hat dieselbe selbe Farbe wie mein Fahrzeug. Das ist mir wichtig. Das ist eine Stilfrage, Leute. Ich komme hier nicht durch, oder? Nein, natürlich nicht. Ach Gott. Natürlich habe ich einen Wendekreis, dass ich hinter die Leitplanke muss. Ey, komm. Komm jetzt. Sorry, Leute. Gut, Tankstelle haben wir hier gerade keine. Ja, aber das Rennen, das sollte kein Thema sein. Das ist hier alles noch im Rahmen. So. Suburb Sprint Nummer 2. Ich glaube, übrigens, mein Main-Gegner ist wirklich der RX-7. Also. Der launcht doch am besten von allen. Also, er ist ja jetzt fast schon an denen vorbei, obwohl er Dritter gestartet ist. Also. Okay, Bruder, ich bin immer noch neben dir. Das kannst du mal knicken, Alter. Da fährst du auch in den Acker, Alter. Wenn du mich hier rammst, mach ich das genauso. Du mir, so ich dir. Alter.
jetzt du mich eigentlich komplett verarschen, Bruder. Jetzt fahr mal vernünftig Auto. Die tut vorne im M2, klatscht gerade in die Hände. Ah, der X-Team hat sich komplett verabschiedet. Job, Karma. Ich meine, wer so fährt, hat es auch verdient. Ich mal gucken, dass ich an unserem M2-Boy noch reinkomme. Ich krieg aber gerade von hinten Hubraum in den Nacken gedrückt. Da kommt nämlich ein Charger. Ne, der Charger hat sich gerade verabschiedet. Ich habe keine Ahnung, warum. Ah, den M2 holen wir auf. Das ist auch ein längeres Rennen wieder. Die Rennen, die Sprintrennen haben wir alle eine ganz gute Länge, ne? Boah, guck mal hier, da sind wir hier dran. I'm back! Wow! Na, kann ich einen M2 outrun? Wir werden es rausfinden. Ne, kann ich nicht. Betonung liegt auf, kann ich nicht. Der M2 ist flotter. Überraschung. Oh! Oh Gott! Bruder! Komm, wer traut sich als erstes zu bremsen? Na, du, okay. Ja, dann nehme ich die Kurve als erstes. Schön innen. Perfekt. Schön ausgebremst, den Dude. Das sind halt so asozial lange Kurven hier, ne? So breite Kurven. Also du musst ja kaum bremsen, wenn du über auf eine Vierspurige schießt. Das ist halt ein bisschen Auslaufzone da. Erstmal habe ich es jetzt gerade im Griff, das Rennen. Fehler darf ich mir trotzdem nicht leisten, weil der M2 dran ist. Da hinten ist er noch. Nee, ein Fehler ist nicht drin. Wir rennen halt hier die ganze Zeit in der Begrenzerparty rum, ne? Es ist wirklich Begrenzergebänge, sein Vater. Ja, ist ja vollgegangen, shit. Komm rum. Okay, Abstand verringert sich bislang nicht mehr. Komm schon. Ziehen wir jetzt schön durch. Aber finde ich gut, dass die Rennen so ein bisschen mehr länger haben, vor allem die Sprintrennen. Weil dadurch fühlt sich das halt nicht mehr wie so ein Mobile-Game an, ne? Weil wenn du so 30 bis 1 Minute Rennen hast, das ist halt so typisch Mobile-Game-Rennlänge, weil das willst du ja in der Bahn und überall spielen können. Und da kann ein Rennen dann halt nicht 10 Minuten gehen, weil das bringt keinem was. Aber das ist hier schön, über 3 Minuten schon unterwegs. Das gefällt mir, das ist eine schöne, knackige Rennlänge. Das ist ein schön, knackiger Rennsieg. Ich wollte sagen, ohne Restart ausgekommen ist Quatsch. Zweite Rennen haben wir restartet, also dementsprechend fast ohne Restart ausgekommen. Fast. Das ist eine Frage des Mindsets. So. Wir haben hier unten ein schönes, kleines Rundkursrennen, meine lieben Damen und Herren. Da gehen wir doch mal einmal zu einem meiner wunderbaren Appartements. Und von da rüber. Ich glaube, dann dürfte der nächste Bossgegner schon, der nächste Zwischengegner schon anstehen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin gespannt, ob was er fährt. Ja, da vorne hätten wir eine Tankstelle, Borde. Das können wir gerade mal kurz nutzen, mal ein bisschen nachzutanken. Ich glaube, das machen wir gerade. Reifen kaufen brauchen wir noch nicht, wir haben 63%. Ich vermute, ich werde bei diesem Club keinen neuen kaufen müssen. Ich denke mal, der Integra frisst die dann doch nicht so stark durch. So, guten Tag. Ich müsste einmal tanken. Einmal bitte voll die Bude. Dankeschön. So, damit bin ich auch wieder weg. Mit einem schönen kleinen Powerslide, der ja wunderbar geht. Dank All-Wheel Drizzle. So. Rundkursrennen steht an. Gucken wir mal. 7,7 Kilometer. Boah, das ist auch, glaube ich, gehe mal so kurz, ey. Ja, bisher habe ich die letzten Rennen immer Glück, dass der RX-7 Scheiße baut. Das ist ein ganz schön wildes Drag-Rennen, was hier direkt am Start losgeht. Junge, zu viert parallel ist aber schon eine Nummer für sich, ey. Ja, RX-7 schon wieder ein bisschen im Hintertreffen, weil er meinte, den Bordstein als, oder den Bürgersteig als Rennstrecke zu nutzen. Oh, ja, treibt mich halt noch weiter raus. Hat leider funktioniert, die Taktik. Ich mag, wie Highspeed die Rennen mittlerweile sind. Ey, du bist so viel am Kette geben, das ist so geil. Ich schieb ein bisschen Bump Draft, den kann ich schaden, Leute. Ich fahr mal innen durch, ne? Wenn ihr meint, noch weiter nach außen, wow, zu fahren. Ich weiß nicht, warum die so weit sich raustreiben lassen haben. War überhaupt nicht nötig vom Grip-Niveau. Oh, oh.
Ja, war überhaupt nicht nötig vom Grip-Niveau. Wo wir gerade dabei sind. Wow, das war knapp, Alter. Der hätte mich gerade mal richtig schön in die Palmen hämmern können, ey. Junge, Junge. Wenn ich den Schlag bekommen, hätte es mich gerade richtig weggewickelt. Da war nicht mehr viel Luft. Rex 7 ist back. Aber mir fehlt halt einfach ein bisschen der Topspeed, ne? Würde ich über den Rennen easier dominieren. Das geht Vollgas, Leute. Das geht voll. Seid nur committen, Leute. Ihr müsst auch mal ein bisschen vertrauen hier. Alles Vollgas hier. Warum überhaupt das Gas lupfen? Ah, jetzt bleibt's aber dran. Oh, nee, da musst du ausweichen. Das war knapp. Ah, ist ja auch vollgegangen. War eine ganz schöne Highspeed-Strecke. Und ja, der Rundkurs ist ausladend. Er hat Streckenlänge. Bisschen rüber. Okay, Runde 1 dürfte erstmal mich gehen. Naja, da wird. Okay, es hat gerade gekracht im Hintergrund. Einer von denen hat auf jeden Fall den LKW mitgenommen. Warum auch immer, aber irgendwer hat sich entschieden, den nehme ich jetzt mit, weil ich. Okay, alle roten Pfeile sind weg. Gut. Da gab es kurz eine Massenkarambolage. Ich glaube, der RX-7 und die Corvette waren recht nah beieinander. Und ja, wenn da vorher natürlich jemand vor dir schön den Wagen collected, haben wir ja auch schon ein paar Mal mitbekommen. Bist du derjenige, der Nächste, der die Bullykugel reinwerfen darf? Was nicht so praktisch ist. Wir sammeln aber oben dafür durch gute Punkte, weil das so schnell Highspeed-Rennen ist. Das ist ganz gut. Das ist eine positive Sache hier vorne. So, die Kurve müsste fast voll gehen, ne? Lupfen. Okay. Geht voll, weil der Wagen beim Aufsetzen einen Drift hinlegt. Deswegen geht's voll. Aber da mal richtig schön Tempo liegen lassen. Die haben wir jetzt auch schöner genommen. Ja, das ist noch einer, der ein bisschen aufholt, aber wenn ich jetzt hier keinen groben Schnitzer reinmache, das ist fast eigentlich nicht mehr holbar. Vor allem kommen jetzt die ganzen Kurven, wo ich hier richtig schön Commitment zeige und durchjage und die KI dann immer so, ach nö, ein bisschen das Gas raus, ein bisschen bremsen. Aber hier muss ja überall nicht bremsen, das geht ja hier alles voll. Also in der Fahrzeugklasse, wo wir sind, geht das ja mittlerweile voll, weil die anderen auch da eigentlich so ein Handling-Teil drin haben, dass du damit eigentlich rumhacken kannst. Alles Vollgas. Das sind richtig schöne Punkte, das ist gut. So, hier habe ich vorhin mir auch nicht zu sehr getraut zu bremsen. Das müsste jetzt eigentlich auch relativ Vollgas gehen, ne? Okay, nein, nicht ganz. Oh Gott, fuck. Okay. Wo wir nochmal beim Thema Commitment waren, man muss vielleicht auch eine Grenze kennen, die war da. Ja, leichtes Bremsen hätte es getan. Ich musste nicht viel langsamer werden. Konntest du schon nicht weit raustreiben lassen. Ein bisschen zu weit. Gut, dass wir so einen Vorsprung haben. Gut, dass der Wagen sich danach doch nochmal gefangen hat. Nach unserem kleinen Breakdance da auf der Hecke. Alle auch was. Ist doch auch schön. Gut, rennt die Gabe locker. Die KI baut echt viel Mist mittlerweile, muss ich sagen. Also, wir haben wenig Stress in den Rennen, weil die Gegner relativ fehleranfällig werden. Ich weiß nicht, ob es an den Geschwindigkeiten liegt. Ich vermute mal mitunter, dass die Geschwindigkeit für die KI so ein bisschen Problempunkt sind und die deswegen öfters mal hier in die ein oder andere Bedouille mit reinkommen, aber ja gut, so, wir haben, ne, normales Sprintrennen einfach nur nochmal frei und, ne, komm, dann machen wir das noch, das machen wir zum kleinen Abschluss, machen wir noch so ein kleines Sprintrennen, ne, für heute und da werden wir, denke ich, bei der nächsten Folge den Club beenden und dann müssen wir mal gucken, ob wir nach den Driftclub uns nochmal widmen, bevor wir in C6 gehen, weil C5 ist damit schon abgeschlossen, C5 hat nur zwei Clubs und C6 ist ja letztendlich der finale, große letzte Finalclub, also das Finale, gewissermaßen aktuell von der aktuellen Progression des Spiels. Und natürlich wäre es dann schön, wenn wir diesen einen Scheiß-Club dann auch aus den Hacken hätten, weil ich würde schon gerne die Finale-Spiele vorher alle anderen Clubs besiegen, aber das fühlt sich irgendwie sonst nicht gut an. Also ja, ihr habt richtig gehört, vermutlich werde ich mich danach nochmal in den Drift-Club stürzen. Gucken wir mal. Mir wurde aber auch gesagt, dass das ein Rennen, wo ich gerade hänge, auch eins das ist, wo man wirklich am meisten hängt, wo wirklich das relativ tricky ist. Also da wurde mir Mut gemacht, es wird nicht mehr so schlimm danach. Hoffe ich. Schöner Porsche nebenbei dabei. Der Firebird meint es auch ganz gut. Und der M2. Alter, seid ihr eigentlich... Top, Digga. Das war was. So würde ich sagen. Das war was.
reden wir nicht drüber, was das war, aber da ist was passiert. Dankeschön für die Mitarbeit an diesem Rennstart. Können wir jetzt vielleicht bitte ein normales Rennen fahren? Dankeschön. Ein bisschen Schiss, dass der Firebird wieder rübergeschossen kommt. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen raus hier. Oh ne, dann da halte ich dann doch rein. Ne, da halte ich mich nicht raus, da halte ich rein. Das ist eigentlich wie es ist. Wer so viel, also da war ja gerade einfach fröhlicher Tag da auf der Tür. Da muss man ja auch mal eintreten, muss man mal mitnehmen. Da muss ja auch mal einen Blick reinwerfen, sag ich mir da. Ja, unser pinker Porsche-Boy hängt mit dran. Was auch immer. Gute Fahrwahl, Bruder, gute Fahrwahl. Wir matchen sehr gut. Ich kann sein Tempo aber nicht matchen, der ist ganz schön schnell. Okay, hier hat er gebremst, warum auch immer. Gut. Komm in Tegra, Top Speed. Do it. Man merkt, das Fahrwerk ist hart, wenn wir bei solchen Bodenwellen schon abheben, weil das Fahrwerk nicht mehr rauskommt. Das fand ich gerade ein schönes Beispiel für, wie tief ist Ihre Karre? Naja, ich bin 200 gefahren an der Kuppe, wo man eigentlich normal nicht abheben, weil das Fahrwerk dann einfach diesen Travel mitmachen würde. Ja, und da hab ich abgehoben. Finde ich gut. Ah, sehr schön, die beiden kommen gerade ein Duell, das ist gut für mich. Jo, einen hat's gewickelt, na, fast gewickelt. Jetzt fast beide gewickelt, weil die da gerade sich nicht ganz einig geworden sind. Ja, aber die KI baut deutlich mehr Scheiße bei höheren Geschwindigkeiten. Also hier beim C5-Club ist ja jetzt gerade Regelmäßigkeit, dass irgendwer abfliegt, irgendwer irgendwo reinfährt. Das hatte mir irgendwann auch schon mal geschrieben, dass die KI wohl in den späteren Clubs eher so ein bisschen fehleranfälliger wird, weil ich glaube einfach, dass die KI mit dem Tempo so ein bisschen Stress kriegt. Dass sie hier gehen muss. Deswegen bremst sie auch öfters mal und so Kram. Bin mal gespannt, wie der jetzt die 6-Club wird. Das ist das Maximum an Tempo, was ja hier im Spiel angeht. Da bin ich mal gespannt. Ich habe zwei Autos auf der Liste, die ich dafür Bock hätte. Ich muss mal gucken, welchen ich davon nehme. Das wird noch schwierig rauszusuchen. Ich sag's mal, wie es ist. So, nächstes Mal geht es weiter mit dem, ich glaube, nächsten Zwischengegner. Ja, nächsten Zwischengegner. Ihm hier oben. Ja, der Dude da oben. Das ist unser nächster Gegner, den wir am Start haben. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut euch in der nächsten Folge wieder rein. Hier bei KX Street. Ich werde damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.